Hallo Leute, jetzt gibt's wieder eine brandneue Folge von Motorradreise TV, unter anderem mit Martin Leonhardt, der sich aus Kolumbien meldet, in einem Offroad-Ausflug nach Griechenland zur Hellas Rally und nochmal einem Rückblick von einigen Highlights der Intermod 2016. Viel Spaß! Kurze Hose, Flipflops, T-Shirt und ein Schokosmoothie bei angenehmen 30 Grad. Ihr könnt euch denken, dass wir gerade nicht in Deutschland sind. Nein, wir haben unser Büro kurzerhand verlegt nach Bangkok, hier nach Thailand. Aber da gibt es erst in der nächsten Folge was drüber zu sehen. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Bei uns gibt es jetzt in der Sendung, wie angekündigt, erstmal ein Interview mit Martin Leonhardt, der mittlerweile seit über 3 Jahren in Südamerika unterwegs ist. Und was er alles zu berichten hat, das seht ihr jetzt. Einen wunderschönen Gruß aus Kolumbien. Ich bin Martin Leonhardt von Freiheitenwelt. Und ja, der Stefan hat mich gebeten, ich soll doch jetzt mal ein bisschen was erzählen, was so die letzten 3 Jahre passiert ist. Ich bin jetzt seit 3 Jahren auf Weltreise und er hat mir einige Fragen geschickt hier über Facebook. Und ja, da gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen drauf ein. Kurze Zusammenfassung, 3 Jahre, also das ist natürlich schwierig. Also, am 10. Oktober 2013 bin ich in Chile angekommen. Ich bin dann hochgefahren in die Atacama-Wüste, nach Bolivien. Habe auch den Norden von Argentinien erkundet, also das ist unglaublich dort. Also man hat da Landschaften und zum Beispiel hier mit dem Motorrad, mit meiner Katze, muss ich ja auch noch vorstellen. Ist das wirklich Abenteuer pur, also besser geht's gar nicht. Ja, dann bin ich runtergefahren bis nach fast Patagonien, hab's ja leider nicht geschafft, wegen einem technischen Problem. Ja, und dann war ich in Argentinien, Puerto Montt, bin nochmal hochgefahren in die Wüste, war nochmal in Bolivien. Ich war insgesamt 3-mal in Bolivien. Danach ging's über Paraguay nach Brasilien. Ja, und Brasilien, da war ich dann ein bisschen verloren, da war ich insgesamt nämlich erstmal 16 Monate. Da war die Fußballweltmeisterschaft. Ich war wirklich in Brasilien überall. Ich habe das Land kennengelernt von oben bis unten. Ich war mit den ärmsten Leuten unterwegs. Ich war mit Millionären unterwegs. Ich habe wirklich einen wahnsinnigen Einblick in die Kultur bekommen, in das soziale System. Und Brasilien ist wirklich so vielfältig, als ich könnte ein Buch drüber schreiben. Ja, dann ging es irgendwann nach fast 1,5 Jahren in Brasilien ging es weiter nach Venezuela. Ein ganz großes Abenteuer. Venezuela ist sehr schwierig im Moment. Ist ein gefährliches Land, hat viele Probleme. Aber dennoch unglaublich, was die Landschaft angeht. Ich war da genau 3 Monate unterwegs. Ich wollte eigentlich weiter nach Kolumbien. Hat aber nicht geklappt, wegen der Grenze, die ja noch immer geschlossen ist. Die ist jetzt schon über 1 Jahr geschlossen. Da musste ich wieder zurück nach Brasilien, das war auch ziemlich spannend. Da musste ich nämlich, da ich ja illegal in Brasilien war, musste ich illegal wieder einreisen. Also das ist eine ganz spannende Geschichte auch. Ja, und dann ging es einmal quer durch den Amazonas bis in den Süden. Und dann ging es nach Peru, Cusco, da wo Machu Picchu ist, in der Gegend war ich dann noch. Dann Lima hoch, Ecuador, auch ein schönes Land. Und ja, jetzt im Moment bin ich in Kolumbien. Und in 6 Wochen geht es für mich weiter mit dem Schiff nach Jamaika, Kuba und Mexiko. Also das ist im Moment der aktuelle Plan. Es sind immer so Höhen und Tiefen. Also es ist auf jeden Fall ein intensives Leben. Ich bin total frei. Also ich kann ja wirklich tun und lassen, was ich will. Ich bin ja Alleinreisender. Von dem her gibt es da gar keine Probleme. Also ich fühle mich schon so, dass ich das Leben lebe, das ich mir eigentlich vorgestellt habe, das Abenteuer mit dem Motorrad. Bei mir ist es so, ich habe kein festes Ziel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich reise 3 Jahre und dann gehe ich wieder zurück nach Deutschland und arbeite da und gehe dann wieder zurück in das normale Leben. Also das war nie Sinn und Zweck von meinem Abenteuer. Der Sinn und Zweck von meinem Abenteuer war, Deutschland zu verlassen, ohne Limit, also mit freiem Horizont und einfach drauf loszufahren und versuchen oder zu sehen, was einfach passiert. Und ja, ich denke mal, da bin ich immer noch dabei.
Und von dem her ist die Reise, ich meine, ich sehe die vielen Landschaften und all das, aber ich sehe halt auch, wie ich mich selber verändere, wie ich feststelle, ich entdecke neue Interessen zum Beispiel und all das, das macht wahnsinnigen Spaß. Ja, und da bin ich im Moment dabei und so soll es weitergehen. Und ja, schauen wir mal. Also, ich verbringe ganz viel Zeit damit, Motorrad zu fahren, mit Katze. Manchmal ist es so, dass Katze halt eine Pause will, dann verbringe ich meine Zeit mit was anderem. Also ich bin ganz viel dabei, mich fotografisch zu betätigen. Also ich bin da richtig viel am Lernen. Ich führe meinen Blog freiheitenwelt.de, welcher immer mehr in die Richtung Fotografie geht. Also Leute können da Videos anschauen, wie ich auf Reise fotografiere. Und das ist richtig spannend, das macht mir Spaß und das möchte ich gerne noch weiter ausbauen. Kostet natürlich Zeit, das heißt, manchmal ist es schon so, dass ich so sagen wir alle 2 bis 3 Wochen nehme ich mir mal 3, 4 Tage, wo ich dann wirklich, kommt drauf an, Hostel sitze oder ich bin bei Freunden, was man ja heutzutage zum Beispiel bei Couchsurfing leicht organisieren kann. Ja, und dann nehme ich mir halt Zeit dafür und ich lerne da wirklich viel dazu und ja, also Fotografie, dann ein anderer Punkt ist Outdoor, also ich bin ja wirklich so ein Wandersmann, also ich liebe es wirklich auch mal ohne Motorrad wirklich in die Pampa zu laufen für 3, 4 Tage, dann habe ich meinen Rucksack dabei, dann packe ich das Zelt mit rein, meinen Schlafsack, alles, den Kocher und ja, das macht mir auch richtig viel Spaß. Das sind so meine persönlichen Interessen, also Motorradfahren, Outdoor und Fotografie und dann halt immer, was sich so ergibt, also zum Beispiel, ich war jetzt in Cali hier und das ist so die Hauptstadt vom Salsa. Und ja, dann habe ich mir halt einfach mal die Zeit genommen, Salsa zu lernen. Das war auch ziemlich lustig. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt bist du fast 3 Jahre in Südamerika und dann wäre es ja eigentlich schade, wenn man nicht mal auch ein bisschen tanzen kann. Und ja, das habe ich gemacht, hatte super Leute kennengelernt, war 2 Wochen lang wirklich nur am Tanzen und ja, war einfach nur klasse. Das sind dann so Sachen, die ergeben sich spontan oder zum Beispiel, wenn ich die Möglichkeit habe, in Brasilien ganz oft mit ärmeren Leuten, also in Favelas zum Beispiel, dort in Brasilien, in Kontakt zu treten, das ist immer neu für mich, das ist eine Herausforderung und ja, ich schaue mir alles an und probiere halt einfach auch mal was aus, ja. Und es ist ja so schön, wenn man dann einfach mal Menschen kennenlernt, die man nicht so kennt. Ich kann mich erinnern, auch Brasilien, da hatte ich einen Alchemisten kennengelernt. Also einen Alchemisten, wo gibt's denn das noch? Und der hat mir dann gezeigt zum Beispiel, der hat ganz buntes Metall gemacht, also blau-rot. Und da hat er mir halt das gezeigt. Also, hey, cool, kann ich das mal ein bisschen lernen? Und ja, haben wir gemacht und das war lustig. Das ist eine gute Frage, weil ehrlich gesagt, in der letzten Zeit, seitdem, dass ich Brasilien verlassen hatte, habe ich keine Menschen mehr so richtig eng kennengelernt. Jetzt nehme ich halt dann mal die Frage zurück und dann ein Menschen, der mich richtig geprägt hat, war in Manaus. Ich war sehr lange in Manaus, musste ich auch auf Ersatzteile warten. Ich war da insgesamt 5 Monate am Ende. Habe ein bisschen gearbeitet und ja, ich hatte halt einige Freunde und ich hatte auch eine Freundin und und ja, da bin ich so richtig im Leben drin gewesen in Brasilien. Also ich war mit der Familie unterwegs und halt immer in Manaus mit den Leuten. Und ich habe da so viel gelernt über Brasilien und wie die das Leben sehen, also wie die das Leben eigentlich viel einfacher sehen und auf das Wesentliche eigentlich viel mehr Fokus legen. Also wir in Deutschland, ich kenne das halt aus, so wie ich in Deutschland gelebt habe, es muss immer ein bisschen gestresst und man vergisst eigentlich so ein bisschen, was wirklich wichtig im Leben ist. Also wichtig ist halt Gefühle zu haben, dass man Familie zu haben. Und also bei dem Mädchen war es so, die hatte halt eine Tochter und das war wirklich, also das war schon was, das hat mich geprägt. Es war natürlich dann wieder auch prägend, wenn man dann solche Situationen hat und man muss sich halt immer verabschieden. Es sind dann immer traurige Situationen. Ja, da gab es noch mehr solche Momente. Aber ich denke jetzt von der Reise und im letzten Jahr war jene Begegnung schon die prägendste. Jetzt in jüngster Zeit ist es so, das ist zum Beispiel ganz interessant, weil heutzutage ist man ja nicht nur auf Reise, man ist nur weg. Man ist ja auch irgendwie auch immer im Internet. Und dann bin ich zum Beispiel auch im Kontakt mit meinen Eltern viel.
Und das ist auch lustig. Ich finde zum Beispiel mein Vater, der wird sich freuen jetzt, also ich finde ihn unglaublich prägend im Moment, weil er mir doch immer wieder viele Ideen gibt und ein bisschen einen Rückhalt gibt für die Reise. Weil ganz so einfach ist es dann doch nicht, immer alleine unterwegs zu sein. Das können eigentlich nur Leute nachvollziehen, die das wirklich mal gemacht haben. Entschuldigung. Sandfly-Alarm. Schön, dass mal jemand auffällt, dass mir nicht das Motorrad das Wichtigste ist, sondern die Fotografien. Also ist ganz klar, ich reise nicht wegen Motorradfahren und weil ich so viel Spaß am Motorradfahren habe. Ist zwar schon so, aber für mich ist das Motorrad einfach das Fortbewegungsmittel. Was mich wirklich treibt, ist zu fotografieren. Und ich habe jetzt ein neues Projekt gestartet, das heißt World Vision. Also das sind dann Eindrücke weltweit. Okay, jetzt haben wir halt Südamerika abgeschlossen, aber es geht ja noch weiter. Und ich mache wirklich alles. Ich mache Landschaften, ich mache Menschen. Ich versuche nahe zu kommen. Und das ist wirklich eine Herausforderung, gerade mit Menschen. Es ist halt einfach nicht so, dass ich einfach hier, oh, der sieht toll aus, der Mensch, ich gehe da hin und mache ein Foto. Also das ist nicht schön. Bei mir ist es meistens so, ich verbringe Tage, manchmal Wochen mit den Menschen. Ich habe zum Beispiel auch in Brasilien diesen Besuch in der Favela von den Fischermännern, der war unglaublich prägend für mich. Ich bin da wirklich über eine Woche lang bei den Menschen. Ich habe mir Zeit genommen. Ich war bei den Familien, die haben für mich gekocht in ganz simplen Holzhütten. Also ich war da wirklich richtig dabei und also das sind dann die Momente, dann sind da drei so Kinder und ich schieße meine Fotos und das ist einfach nur emotional und das ist halt genau das, was ich haben will. Oder also da ist viel in Brasilien passiert. Ich hatte da einmal eine Frau kennengelernt, die war 99 Jahre, die ist jetzt 101 und lebt immer noch. Auch unglaublich, also das war auch nicht so, oh, ich habe die getroffen, Foto gemacht. Also bei mir ist es immer so, also wenn ich Menschen fotografiere, dann will ich die auch kennen und das bringt einfach wesentlich mehr Emotionen in ein Bild und das zum Beispiel auf, wer sich dafür interessiert, der schaut bei Instagram vorbei, Freiheitenwelt, da ist so die Ausmal, ein Portfolio von mir und ja, da kriege ich auch immer die Kommentare, Mensch, in deinen Bildern ist so viel Leben drin und du zeigst die Welt halt, wie sie ist und voller Emotionen und Liebe und ja, das freut mich riesig, wenn ich solche Kommentare lese, weil genau so ist es eigentlich. Ja, und jetzt zum Beispiel heute, jetzt geht die Sonne unter. Jetzt bin ich halt wieder hier bei Landschaften. Landschaften ist immer so ein bisschen emotionslos für mich. Also ich bin wirklich nicht so der Landschaftsfotograf. Aber natürlich mache ich es auch. Jetzt zum Beispiel später werde ich hier mein Zelt aufbauen. Kommt auf die Mücken an, die mich hier immer noch plagen. Landschaften, was haben wir noch? Ja, Street-Fotografie ist so eine Sache, mache ich auch ganz gerne in so größeren Städten. Das ist auch, also das ist auch eine ganz andere Herausforderung, ganz andere Herangehensweise. Das alles so ein bisschen, da muss man sich so ein bisschen zurückstellen und sich so als Beobachter sehen. Also da ist es so, dass ich dann ganz wenig mit den Menschen interagiere, aber versuche, was ich sehe, also oder was ich fühle, auch in die Fotos zu bringen. Wobei, also wenn es wirklich um die Fotografie geht, am liebsten sind mir Menschen, Porträts. Ich in letzter Zeit beschäftige mich auch ein bisschen mit neuen Techniken, also zum Beispiel mit Models. Dann geht es dann los, dann muss man dann schön fotografieren und dann braucht man Blitz und Softbox und solche Geschichten. Das mache ich alles so im Hintergrund. Das werde ich vielleicht mal veröffentlichen, aber da bin ich jetzt noch nicht so auf dem Niveau, dass ich sage, okay, das rockt jetzt. Ja. Was angeht, die Menschen fotografieren, man nennt es ja in Englisch dann Humanitarian Photography. Ich glaube, da bin ich mittlerweile schon auf einem Niveau, wo ich mitreden kann. Und ja, das wird dann auch auf Freiheitenwelt thematisiert. Es wird auch in Zukunft da noch mehr geben. Ich möchte mehr in Richtung Fotografie gehen. Ich werde in Zukunft auch Workshops machen, ob offline oder online, also digitale Medien zum Beispiel. Das wird sich alles noch zeigen, aber da bin ich dabei und die Fans von Freiheitenwelt können sich da schon auf was freuen. Jetzt gibt es die Ziele. Wo fahre ich mit dem Motorrad hin? Und da ist mein nächstes Ziel, wo ich absehen kann, einfach Alaska. Wie gesagt, jetzt geht es erstmal nach Kuba, Mexiko. Nach Mexiko werde ich wahrscheinlich ein bisschen in Zentralamerika reinschnuppern. Das ist jetzt halt auch, die Route ist dann nicht so logisch für die meisten Weltreisenden, weil die meisten, die gehen halt auf Panama und dann fahren sie direkt durch.
Ich meine, wer ist auch schon 3 Jahre in Südamerika? Macht ja nichts, das ist mein Reisestil. Ja, und dann, dann haben wir ja Mexiko, die Staaten, Kanada und dann natürlich Alaska. Ja, das ist mal so das nächste größere Ziel. Es wird keine 3 Jahre dauern, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich schätze mal so 1,5 Jahre vielleicht. Mein persönliches Ziel ist es, dass meine Reise weitergeht. Ich will weiter reisen, ich will weiter fotografieren, ich will meine Eindrücke von der Welt mit den Menschen teilen. Und ich möchte, mein Ziel wäre jetzt halt, dass ich das irgendwie schaffe, dass ich das auch finanziert bekomme. Also im Moment ist es ja so, dass ich einfach nur von meinem Ersparten lebe. Und ja, das wird halt auch immer weniger mit der Zeit. Und ja, also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, nach Deutschland zurückzukommen und wieder, ich war Ingenieur, Elektroingenieur, um wieder als Ingenieur zu arbeiten. Also das steht außer Frage, das möchte ich einfach nicht. Wenn ich was vermisse, wenn es jetzt um Menschen geht, wären das die beiden Töchter von meiner Schwester. Die sind ziemlich klein, also hier, ja, also wirklich nur im Kindesalter. Und ich sehe halt immer so die Bilder, wie sie aufwachsen. Und das ist schon schwer, weil die Zeit, die kommt natürlich nicht mehr zurück. Ich bin hier immer irgendwo anders unterwegs. Ich habe mein Projekt und ich sehe halt auch, wie das Leben in Deutschland weitergeht. Ja, also die Menschen, die würde ich schon mal wieder gerne sehen und ja, mal sehen, wie ich das irgendwie mal gebacken bekomme. Dinge vermisse ich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich in Deutschland, ich habe ja in Deutschland nichts mehr. Ich habe kein Haus, Auto oder irgendwie was Besonderes. Ich habe ein paar Kisten mit persönlichen Sachen, aber davon vermisse ich wirklich null. Also nee, ich vermisse null. Ich habe alles, was ich brauche eigentlich hier und nee, Dinge, Sachen, an dem fehlt es wirklich. Wie schon gesagt, wenn ich es schaffe, mein Leben hier so finanziert zu bekommen, dann ist kein Ende in Sicht, weil ich habe noch so viele Träume. Also Alaska ist jetzt ein Ziel. Ich sehe immer tolle Fotografien aus Indien, aus Asien, aus China, aus Japan, aus Russland, Kamtschatka, aus ganz Afrika. Also Afrika ist ja schon auch eine Nummer. Und dann gibt es den ganzen Islam, die Gegenden. Also das ist wirklich so viel. Auch Australien gibt es auch noch. Nee, also von dem her, was die Reise angeht, das ist jetzt ist mein Leben. So soll es weitergehen. Und da ist jetzt erstmal kein Ende in Sicht. Also was das Reisen angeht. Was den aktuellen Stand betrifft, ist es so, dass ich bis nach Mexiko, ich denke mal bis in die USA, kann ich es noch schaffen. Aber dann bin ich wirklich finanziell am Ende. Das heißt, ich muss mir was einfallen lassen. Und weiß ich alles im Moment noch nicht so. Ich bin ziemlich am Kämpfen. Ja, die letzten Monate ist auch wirklich so ein Survival-Reisen irgendwie entstanden, wo ich wirklich schauen muss, wo übernachte ich, kann ich mir das Museum jetzt noch leisten? Also das war zum Anfang meiner Reise nicht so. Katze hat viel Geld verschluckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Kann es nicht mehr ändern. Aber nö, Ende. Vom Ende wollen ist nicht in Sicht. Vom Weitermachen können, das ist eine andere Frage. Die Sonne geht unter. Schönen Gruß an Stefan und sein Team. Schönen Gruß an motorradreise.tv. Coole Sache. Schaut auf jeden Fall bei mir vorbei, Freienwelt, Instagram, YouTube ist jetzt ganz neue Videos zum Thema Fotografie. Und auch noch was, in Zukunft wird es noch einen Zweitkanal geben, und zwar ausschließlich für Motorradabenteuer. Egal, wo Freienwelt draufsteht oder Martin Leonhardt, könnt ihr euch darüber freuen. Es wird weiterhin gereist, ich werde Abenteuer erleben und ich hatte immer einen Leitspruch schon vor Jahren und das ist jetzt hier so der abschließende Satz. Und zwar, Träume sind zum Leben da, man darf sie nur nicht vergessen. Also Leute, falls ihr einen Traum habt, ihr wollt reisen, dann macht's einfach. Just do it. Und dann steht ihr vielleicht auch mal vor der Kamera mitten in der Wüste und quatscht ins Leere.
Das ist irgendwie auch verrückt, ne? Also, ich wünsche euch was, einen schönen Gruß aus Kolumbien. Hat mich gefreut, Martin Leonhard. Ciao! Hut ab auf jeden Fall. 3 Jahre bis jetzt in Südamerika. Noch kein Ende in Sicht. Ich glaube nicht, dass ich das selber so durchziehen könnte. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für das super informative und interessante Interview. Auch natürlich sehr sehenswert. Martins Blog, wie im Interview auch schon erwähnt, mit vielen Artikeln über seine Reise, über das Thema Fotografie und natürlich mit einigen Tutorials auch zum Thema Fotografie. Schaut einfach mal vorbei auf www.freiheitenwelt.de. Schokosmoothie. Echt lecker bei 30 Grad. Jetzt geht's aber ans andere Ende der Welt, von Kolumbien aus gesehen, hier über Bangkok nach Griechenland. Müsste ungefähr in die Richtung liegen. Da findet nämlich jährlich eine sehr interessante Veranstaltung statt, die schon seit Jahren bei uns auf dem Terminkalender steht. Allerdings haben wir bis jetzt immer irgendwelche andere Termine gehabt, sodass wir nicht hinkommen. Ich rede von der Hellas Rally. Findet das nächste Mal im Mai 2017 statt. Und spätestens dann werden wir nämlich auch mit der Kamera dabei sein. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Was auf jeden Fall sehr interessant war, ich war nämlich vor ein paar Wochen auch in Griechenland, habe mich dort mit Miletis, dem Organisator der Hellas Rally, getroffen und eben ein paar Tage beim Scouting für die neuen Strecken mal begleitet. Naja, und was es auf sich hat mit der Hellas Rally, das erfahrt ihr jetzt. This is Melet Samartis. I'm the organizer of Hellas Rally, an international rally race in Greece. And now we are sitting in our shop, which is the Touratech central shop for Greece. We are also distributing Touratech products in the country. We started organizing small local rally raids in 2002. Basically 1 day or 2 days race. But then in 2011, we decided to go bigger, go 5 days. And try to invite more riders from other countries. For the first year in 2011, when we have like 20 riders coming from European countries, but in 2012, we managed to get more than 200 participants, most of them coming from Europe. And then the tradition went on, and from 2012 until today, the rally has become international. We have from all over the world, and it's an FIM rally now. I think the most important thing that we offer to the riders is the versatility of the terrain. I mean, like in 300 kilometers in a day, you can just visit so many different terrains, so many different landscapes, and you can literally be from sea level to 2,000 meters altitude in just maybe less than an hour of riding. You can see from deep forest to big lakes to dry terrain to even ride on the beach, which is something that you cannot find easily in Europe. First of all, it was our target to come to a race that can be for everybody. Because before, we only knew that there were big races in the World Championship that were only for factory riders or professional riders, and they were only poorly organized amateur rallies. So we thought that we could really bring to life a rally that is good enough for the professional riders and fun enough for the amateurs. To have fun, also to have good practice, also to learn how to do rally raid. Last 3 years, we have several professional riders joining us. We have also the luck to bring to the rally scene a world champion, Matthias Wagner, coming from motocross.
Raced for the first time in his life a rally raid in our rally, and now he's the world champion for last year, and he's participating with KTM Dakar team. We have Yamaha official team participating, we have KTM, Red Bull, Dakar team. We hope that for next year we have even more professional riders coming to us, and not only on the bike class, but also on the quads and the SSV class. We have a parallel event, same dates, same place, and same area. We call it an adventure raid. It's a different route. It's only for people who want to have fun and have a relaxed off-road riding. It's 100% off-road. Sometimes it meets with a stage of the race, so the people who join the adventure raid can watch the competitors racing. It's GPS navigation, so for those who don't know what the roadbook is, they can navigate very easily with a GPS device. It's 6 days off-road tourism. I can promise that you definitely have 6 days of fun in one of the most amazing places in Europe. Ja, wenn euch jetzt auch das Rallye-Fieber gepackt habt, dann schaut einfach mal auf der Internetseite www.hellasrally.org vorbei. Da könnt ihr euch für die Rallye anmelden oder eben auch für den etwas touristischer geprägten Teil, nämlich den Adventure Raid, wo ihr außerhalb der Wertung auch nach GPS, wie eben schon im Interview gesagt, eben antreten könnt. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Die Landschaft ist wirklich grandios. Hätte ich nicht erwartet, so eine tolle Landschaft in Griechenland eben vorzufinden. Und ja, jetzt geht's aber wieder zurück nach Köln, nämlich da ist vor einiger Zeit die Intermod gewesen. Wir haben ja für euch täglich schon berichtet und wir werfen jetzt noch mal einen kleinen Rückblick auf einige der Highlights von der Intermod 2016. Schön, dass ihr da seid auf der Intermod hier in Köln. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass wir uns dann hier treffen. Ich finde es toll, dass ihr gekommen seid. Ich würde euch gerne unseren Helm vorstellen, den INC-Helm mit Geräuschreduzierungssystem. Wenn ihr euch fragt, was ist das? Vielleicht kennt ihr die Kopfhörer, die viele in Flugzeugen tragen. Da werden statische Geräusche neutralisiert. Windgeräusche, Turbinengeräusche. Und nach diesem System arbeitet auch unser Helm. Das heißt, wenn ihr Motorrad fahrt, auf der Autobahn, auf der Landstraße, um 100 km/h oder schneller, dann sind ja doch schon recht hohe Windgeräusche da. Und diese Geräusche filtern wir raus mit dem System. Hat den großen Vorteil, dass wenn du Musik hörst beim Fahren, du die Musik deutlich leiser hören kannst und somit weniger gehörschädigend. Das heißt, im Grunde genommen, das Zeitalter der Ohrstöpsel beim Motorradfahren ist eigentlich vorbei. Ja, der Helm, der besteht aus zwei Grundfunktionen. Auf der rechten Seite haben wir das Noise Cancellation oder Geräuschreduzierungssystem verbaut. Eigentlich nur zwei Tasten. Die eine ist, um das System zu aktivieren oder deaktivieren. Und die andere Taste ist zum Aktivieren des externen Mikrofons. Das heißt, du stehst an einer Ampel zum Beispiel und jemand fragt dich nach dem Weg oder irgendetwas. Und du hörst natürlich nichts, weil du einen Helm auf hast. Helm abnehmen, keine gute Idee. Drückst einfach den Knopf, den oberen. Und jetzt ist das externe Mikrofon eingeschaltet. Das heißt, du hörst, was draußen passiert. Ist keine gute Idee, das auf der Autobahn zu versuchen. Ist auf jeden Fall laut, habe ich schon getestet. Dafür ist dann der untere Knopf. Mit dem unteren Knopf aktivierst du das Geräuschreduzierungssystem, was nicht nur messbar, sondern auch wirklich spürbar ist. Also es ist wirklich so, dass du fühlst und hörst, wie der Geräuschpegel deutlich reduziert wird. Auf der linken Seite dann Bluetooth, auch serienmäßig im Helm verbaut. Ist die Technologie vom 20S, das heißt mit zwei Bluetooth-Chips, Musik hören, sprechen zur selben Zeit, ist einer der Features von dem Gerät. Einfache Bedienung, drei Tasten, Plus, Minus und die Mitteltaste, um die verschiedenen Funktionen anzuwählen. Alles ist im Helm schon fertig mit drin. Der Helm wird
Ich hoffe im Februar auf dem Markt sein und wird sich preislich bei ungefähr 849 Euro bewegen. Neben dem Helm bringen wir im Frühjahr, Januar, Februar noch mehrere andere neue Produkte auf den Markt. Zwei würde ich euch noch ganz gerne zeigen, die ich persönlich ziemlich geil finde. Sollen wir mal rübergehen? Eines der Neuheiten für nächstes Jahr ist die Ride Connected App, die wir gemacht haben, um dann, wenn du in größeren Gruppen unterwegs bist oder in weiterer Distanz fahren möchtest als nur 2 Kilometer Abstand, dann kannst du umschalten über das Sena-Gerät oder über die Einknopf-Fernbedienung auf 3G LTE. Das heißt, Sena nutzt jetzt dein Smartphone, dein Datenvolumen, um einfach eine größere Reichweite, eine größere Gruppe zu erstellen. Somit überbrücken wir komplett das Reichweiten- und Gruppengrößenproblem. Diese Applikation heißt Ride Connected App und sie wird kostenlos für euch sein. Funktioniert natürlich nur mit Sena Bluetooth-Geräten. Wird verfügbar sein ab Januar, Februar im App Store oder auf Google Play. Ein weiteres Highlight für nächstes Jahr wird die zweite Evolutionsstufe von unserem 10C sein, die Kamera- und Bluetooth-Kombo, hier noch in der Version, wie sie aktuell ist. Und der Nachfolger bzw. die ja, vielleicht auch große Schwester ist das 10C Evo, wie es hier abgebildet ist. Ihr seht, deutlich kleiner, deutlich schlanker, jetzt mit einer 2K-Kamera. Und wir haben natürlich auch auf eure Wünsche gehört. Wir haben Wi-Fi mit eingebaut, sodass ihr jetzt auch seht, was ihr filmt. Ihr könnt die Kamera einstellen auf eurem Smartphone. Direkt live mitverfolgen, wie die Einstellung ist. Ihr könnt auch kleine Filmchen direkt aufs Smartphone einspeichern. Ansonsten natürlich mit allen Sena-Features versehen. Da freue ich mich besonders drauf. Das ist so eigentlich mein Lieblingsprodukt. Wenn ich fahre, dann habe ich meistens das 10C bei mir am Helm. Wir sind jetzt bei Heidenau, unter den Fernreisenden natürlich bekannt für Rollerreifen. Spaß beiseite, nein, bei Fernreisenden bekannt für den K60 Scout. Ja, ein Reifen, der den Ruf hat, sehr lange zu halten, eigentlich jedes Abenteuer mitzumachen. Können wir auch bestätigen, wir sind ja auch schon oft gefahren. Aber so ein Reifen lebt natürlich nicht nur von den Abenteuern, die man damit erlebt, sondern so ein Reifen lebt natürlich auch vor allem von den Motorrädern, für den so ein Reifen freigegeben ist. Und wir haben uns gerade mal den Markus Oleschnik geschnappt. Der war nämlich in den letzten Wochen viel unterwegs mit etwas anderen Motorrädern mal, auch mit dem K60 Scout. Und dann wird er uns mal ein kleines Update darüber geben. Die letzten Wochen haben wir ganz aktuell, wie der Stefan schon sagt, neue Reifenfreigaben gefahren. Unter anderem, wie wir es hier sehen, für die BMW R90 Scrambler. Ganz frisch bei uns am Stand. Die Reifenfreigabe gibt es seit letzter Woche Montag. Verhält sich super, das Fahrzeug mit den Reifen, passt super gut zusammen und ich denke, es ist auch optisch eine gelungene Sache. Und die Wochen davor haben wir unter anderem für die KTM 690er Duke und Duke R die Freigaben gefahren und auch für die Triumph Tiger Explorer für die 1200er für die Große. Gibt es auch ganz aktuell die kompletten Freigaben für den K60 Scout. Ganz aktuell gibt es von uns jetzt eine Facebook-Seite seit 2 Wochen. Dort findet ihr sicherlich zukünftig die ganzen Informationen zu unseren Reifen. Auch sicherlich einen Blick hinter die Kulissen bei uns. Und viele interessante und spannende Beiträge von Leuten, die mit unseren Reifen um die ganze Welt reisen. Wir sind hier bei GoPro auf dem Stand und ihr habt vor ein paar Wochen gerade wirklich viele neue Produkte rausgebracht. Erzähl uns einfach mal, was gibt's Neues bei euch? Ich würde sagen, wir fangen direkt mal bei der Kamera an oder bei den Kameras. Es sind in Wirklichkeit 2, eine sitzt noch auf der Schulter. Das ist die Hero 5 Black, das ist unser neues Flaggschiff sozusagen. Mhm. Ermöglicht 4K-Video, hat ein Touchscreen auf der Rückseite, das es also möglich macht, die Kamera einfach zu bedienen. Mhm. Und auch ansonsten sind sehr, sehr viele Features drin, die die Kamera wirklich einfach super machen. Zum einen ist die Kamera wasserdicht, ohne extra Gehäuse. Bis zu 10 Meter kann man sie mit unter Wasser nehmen, muss sich also auch keine Gedanken machen, wenn es mal regnet und man mit dem Motorrad unterwegs ist.
Was sonst noch ganz interessant ist, ist eine elektronische Bildstabilisierung eingebaut. Das heißt, gerade bei starken Vibrationen am Motorrad wird das automatisch rausgefiltert und ich habe ein gleichmäßiges Bild. Und was mir ganz persönlich gefällt, ist, dass man auch mit der Kamera sprechen kann. Also man kann einfach sagen, GoPro, start recording. Und die GoPro fängt an, Videos zu machen, wie sie das jetzt gerade tut. Oder man sagt, GoPro, stop recording und dann hört sie auch wieder auf. Das Ganze funktioniert natürlich auch in Deutsch und insgesamt in 7 Sprachen. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? GPS ist drin. Mhm. Wir ermöglichen jetzt RAW-Foto für die Foto-Enthusiasten. Die können also in der Nachbearbeitung, haben die das RAW-Bild sozusagen und haben sehr viele Möglichkeiten für die Nachbearbeitung. Wide Dynamic Range, was einem ein prima Foto schon direkt aus der Kamera rausgibt, das ja, optimiert ist auch auf schlechte Lichtverhältnisse. Und ja, wir sind ganz zufrieden. Ja. Und da auf deiner Schulter sehe ich noch quasi das kleine Pendant dazu. Etwas kompakter, vielleicht für ja, uns Motorradfahrer auch ganz interessant, weil man kann es ja eigentlich fast überall hinbauen, ohne dass es groß stört. Was ist das für eine? Das ist die Hero 5 Session. Wir haben ja im letzten Jahr die Hero Session rausgebracht. Mhm. Die sieht im Endeffekt genauso aus, ist also baugleich. Der Unterschied ist, dass in der Kamera fast alles eingebaut ist wie in dieser Kamera. Mhm. Also wir haben ja auch 4K-Video, wir haben auch hier Bildstabilisierung elektronisch, wir haben auch hier Voice Control, das heißt, ich kann auch hier mit der Kamera sprechen. Mhm. Und auch diese Kamera ist wasserdicht bis 10 Meter ohne extra Gehäuse. Das ist Karma. Mhm. Lange erwartet, endlich hier, und Karma ermöglicht es, GoPro in die Luft zu bringen. Mhm. Karma ist eine Drohne, aber Karma ist nicht nur eine Drohne. Karma ist im Endeffekt ein komplettes System, ein rundum sorglos Paket, um tolle Aufnahmen zu machen. In der Luft mit der Drohne, aber auch am Boden schöne stabilisierte Aufnahmen mit unserem eigenen Gimbal. Wir nennen das Karma Grip. Und ich kann dir gleich noch vorführen, wie das Ganze funktioniert. Wichtig für uns war, dass es einfach zu bedienen ist. Deswegen haben wir hier einen Controller, der im Endeffekt aussieht wie ein Gaming-Controller. Also wie auf der PlayStation, Xbox. Und ja, da sind ja viele schon gewohnt zu spielen und wie man damit umgeht. Ja. Hier kann ich die Drohne selbst steuern, kann sie steigen lassen, sinken lassen, kann sie drehen lassen. Und auf der Rückseite sind die Controller für die Kamera selbst. Das heißt, ich kann die Kamera in der Luft bewegen und kann ja, Aufnahmen machen, wie man sie zuvor noch nicht gesehen hat. Interessantes Feature, das auch ich hier wieder mich besonders begeistert, ist, dass man 3 Smartphones mit anschließen kann an den Controller. Das bedeutet also, einer kann die Drohne fliegen, ein zweiter kann die Kamera steuern und kann die Kamera bewegen und kann Aufnahmen machen, kann Fotos schießen, und 2 weitere könnten noch das Bild live beobachten. Was Karma besonders auszeichnet, ist, dass es so klein ist und so handlich ist. Also ich kann die Drohne nehmen, kann sie zusammenklappen, nehme einfach die Arme in diese Richtung, klappe das ganze System auf ein handliches Maß zusammen und kann das Ganze dann in den Rucksack packen. Das würde auch in diesen Rucksack passen. Ausgeliefert wird es aber in diesem Rucksack, den wir hier haben, wo man alles mit drin hat. Also man hat einmal die Drohne, man hat den Gimbal vorne mit der Kamera, man hat den Rucksack selbst und man hat den Stabilisator mit dem Controller zusammen für Karma. Insgesamt kostet es 1.200 Euro, und ja, man hat alles, was man braucht, um tolle Aufnahmen zu machen. Ja, gut, also nicht nur bloß teures Spielzeug, sondern wirklich auch ein professionelles Werkzeug, um wirklich gute Videos zu machen. Und ja, ich würde sagen, ihr habt sie gerade vorgestellt, und sobald ja, mehr davon da ist, werden wir uns sicherlich mal ein Testexemplar schnappen können und das Ganze selber mal bei uns in der Sendung ausprobiert, und dann seht ihr auch mal Bilder live vom neuen Karma-System. Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Jo. Das war's mit Folge 48 von Motorradreise.tv. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Dann gebt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch und vergesst natürlich nicht, hier unseren kostenlosen YouTube-Kanal zu abonnieren. Alle Infos rund um uns und unsere Sendung, die findet ihr natürlich wie immer auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und natürlich auf unserer Seite www.motorradreise.tv. Ja, ich sag danke fürs Zuschauen. Bis demnächst und stets gute Fahrt. Euer Stefan.